Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Kreisel bzw. Reise durch die Welt. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Kreisel bzw. Reise durch die Welt. In diesem Video zeige ich euch Aufbau, Abläufe und abschließend gibt es noch ein kleines Fazit. Ja, das Spiel ist quasi von der Idee Vlad, Illustration Nikao, ursprünglich Spinboard, jetzt in einer deutschen Version bei Hoch. Ja, zu der Altersangabe, ab 6 Jahre, spricht für ein Kinderspiel, ich werde aber im Fazit noch was dazu sagen. Ist für 1 bis 4 Personen, könnt ihr also Solo spielen und definitiv könnt ihr das Solo spielen. Und es geht ca. 20 Minuten, abhängig von eurer Lust und Laune, kann es kürzer, kann aber auch länger gehen. Was macht man bei diesem Spiel denn überhaupt? Naja, Kreisel, Reise spricht ja schon für sich, weil wir haben so einen Kreisel. Und genau so einen Kreisel haben wir vor uns. Das heißt, am Anfang ziehe ich den erst einmal auf, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann ja, kann ich mich jetzt erstmal der Schachtel bedienen und kann den einfach mal kreisen lassen. Ihr seht hier, und dazu ist eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich. Wir lassen den jetzt nicht in der Schachtel kreisen, sondern auf unterschiedlichen Spielplänen. Und das ist quasi ja schon der Aufbau, weil auf welchen Teilen lässt man ihn kreisen, dazu bedient man sich hier dieser Übersicht. Spielt ihr Solo oder spielt ihr mit mehr Personen? Das hängt davon ab, wie viele Personen ihr seid. Und ihr seht hier auch die Spielplanteile, haben übrigens eine Vorder- und eine Rückseite. Und dann bedient ihr euch dieser Übersicht. Und die Übersicht zeigt euch erst einmal die Personenanzahl an, für wie viele Personen. Hier werden die Tableaus angezeigt, also hier beispielsweise ist dieses Tableau, das gibt man dann einfach einer Person. Gegebenenfalls muss eine Person auch mehrere Tafeln nehmen. Und Aufgabe ist es auch, diesen Punkt zu erreichen, diesen Zielpunkt. Startpunkt ist immer hier dieser Punkt, aber man muss hier quasi über die Ebene den kreisen lassen, ich zeige es euch nachher, um hier wieder rauszukommen, um auf ein neues Tableau zu kommen. Gegebenenfalls muss man es auch schnell drehen. Man muss vielleicht auch den Kreisel springen lassen, abhängig von den Ebenen, weil hier gibt es auch mehrere Ebenen. Und so spielt man praktisch von einem Zielpunkt auf dem Tableau zu dem Zielpunkt, dann geht man auf dieses Tableau zu diesem Zielpunkt und so versucht man es zu erreichen, also alle 4 Tableaus durchzuspielen. Und damit es jetzt auch nicht zu anspruchsvoll wird, dürft ihr den Kreisel bis zu 4-mal neu starten. Immer wenn ihr den starten lässt, kann ja auch sein, dass er runterfliegt, das ist alles möglich, dann wird er auch hier wieder gestartet. Also auf dem jeweiligen Tableau, wo ihr gerade seid, immer quasi auf diesem Feld. Spielt ihr das Ganze solo, gehe ich im hinteren Bereich. Ihr merkt, es sind insgesamt 20 Aufgaben. Farblich soll auch den Schwierigkeitsgrad darstellen. Dann ja, ist es recht übersichtlich gemacht für eine Person. Ihr habt hier dieses Tableau, habt aber nur einen Versuch, dieses Ende zu erreichen. Hinten sind noch solche Markierungen, das haben wir jetzt nicht gemacht in den Runden. Da gibt es solche Aufkleber, die kann man dann reinkleben, abhängig vom Erfolg. Aber wir haben es meistens nach diesen Szenarien gespielt. So, ein bisschen was muss ich euch noch demonstrieren. Und nehme an, dass wir jetzt dieses Tableau, so wie ich es erwähnt habe, das heißt diese Anforderung. Und ich würde jetzt mit mehr Personen spielen, dann nehme ich mir hier mein Tableau. So, und wichtig, ihr nehmt den Kreisel und dreht den erst einmal. Und zwar bis es nicht mehr weitergeht. Nicht mit Gewalt. Es sind zwar noch solche, ja, solche Ersatzelemente dabei, sollte irgendwas kaputt gehen, aber dreht den einfach nicht weiter. Und dann könnt ihr den drehen, der fliegt da nicht raus. Und jetzt nehmt ihr euer Tableau, und das ist wirklich gut gemacht, und lasst den einfach los. So, und er begibt sich quasi jetzt hier schon in diesen unteren Bereich. Und damit hätte ich jetzt auch schon den ersten Zielpunkt erreicht. Und jetzt müsste ich zur Ausgangsposition, oh, das Tableau, müsste ich zur Ausgangsposition und lasse den jetzt hier runterfallen und gehe jetzt hier zu den nächsten Zielpunkten über. Vielleicht muss ich aber auch im Verlauf des Spieles gewisse andere Punkte erreichen, solche Dreiecksfelder. Dann muss ich auch quasi den Kreisel springen lassen, um in eine andere Ebene zu kommen. Das ist auch wichtig. Und so lasst ihr den springen, aber irgendwann, naja, kann auch sein, dass ihr die Seite wechseln müsst. Naja, gut,
Und so starte ich jetzt hier von dieser Ebene neu, abhängig von den Versuchen, abhängig von der Anforderung. Aber so habt ihr jetzt nochmal einen Blick bekommen für diesen Kreisel, der ja richtig gut funktioniert, dass sich gut aufdrehen lässt im oberen Punkt. Und das Spiel erklärt sich ja quasi von alleine, weil ihr fahrt die einzelnen Punkte dann ab und versucht in diesen einzelnen Level, wie so ein Solo-Spiel, ist ja auch quasi ein Solo-Spiel, aber man kann es mit mehr Personen probieren, ein Level nach dem anderen zu erreichen. Aber die Level werden anspruchsvoller, die Kreisel, die Ebenen sind dabei. Also es sind definitiv mehr Level und anspruchsvollere Level dabei. Und ich habe es ja gerade erwähnt, wenn ihr zu zweit bis oder zwei bis vier Personen seid, dann spielt ihr bis zu Level 20. Spielt ihr alleine, am Anfang sind die einfach, aber die werden dann auch schwieriger, dann seid ihr bei Level 20 auch angelangt. Und dann könnt ihr gegebenenfalls ja das mit anderen Personen wieder weiterspielen. Aber dazu benötigt es gewisse Zeit, weil das Anforderungsniveau, das steigt definitiv an. Aber das war auch schon das ganze Spiel. Und damit bin ich beim Fazit von Kreisel bzw. Reise durch die Welt. Ein Spiel von Spinboard, deutsche Version bei Huch. Idee, Spielautor Vlad, Illustration Nikao. Solche Kreiselspiele gab es aber schon in der Vergangenheit sehr viele. Auch Spiele, ähnlich jetzt hier wie dieses Spiel, beispielsweise Ghost Adventure, was ich euch auch schon vorgestellt habe. Also die Spielidee und das Spielprinzip ist jetzt nicht wirklich neu. Neu ist diese Art von Kreisel, den man sich jetzt hier bedient und der ist richtig gut gemacht. Sofern ihr jetzt vorhin die Abläufe gesehen habt, habe ich euch ein paar Beispiele gezeigt, weil den muss man jetzt nicht aufziehen, was bei vielen anderen Kreiselspielen der Fall ist oder mit Schwung drehen. Nein, der wird einfach hier unten in dem Rädchen gedreht, bis es Klick macht und dann könnt ihr den drehen und dann könnt ihr sofort mit dem Kreisel beginnen. Also auch sehr kindgerecht, weil es soll ja auch ein Kinderspiel sein. Steht ja auch hier auf der Seite, ab 6 Jahre Familienspiele fangen für mich erst so ab 7 Jahre an. Aber das ist durchaus ein Spiel von Kinder-Tendenz bzw. Kinder-Familienspiel. So muss ich es korrekt sagen. Also auch ein Spiel, was man solo spielen kann, aber mit auch bis zu 4 Personen. Und unabhängig von der Personenanzahl funktioniert es gut. Es erfordert gewissermaßen aber auch ein bisschen Geschicklichkeit. Und das liegt dem einen oder anderen Kind mehr oder weniger, was ich jetzt auch erlebt habe. Und das ist bei vielen solchen Geschicklichkeitsspielen der Fall. Aber es hat einen gewissen Reiz, einen gewissen Widerspielreiz, einen gewissen Aufforderungscharakter. Weil die Regeln, ja, ich habe es jetzt sehr ausführlich geschildert, die sind recht einfach und man hat sehr schnell begriffen, was man da machen muss. Also man muss jetzt da nicht 10 Minuten erklären, sondern man kann sagen, nimm dieses Tableau, hier hast du den Kreisel und jetzt versuchst du mit diesem Kreisel auf diese Position zu kommen, dann gehst du zum Ausgangspunkt und dann komme ich schon mit dem nächsten Tableau und du übergibst mir es. Das klingt einfach von den Regeln, aber ja, es erfordert auch in gewissermaßen ein bisschen Übung. Hinzu kommt ein gewisser Druck, der vorhanden ist, weil dieser Kreisel neigt sich ja irgendwann dem Ende. Aber gerade für dieses Kinderspiel hat man auch mehrere Versuche dazu geschrieben, sodass man es früher oder später definitiv schafft, auch was die Zielgruppe angeht. Zumindest bei unseren Runden, damit man es schafft, diese Zielpunkte zu erreichen bzw. das Level zu schaffen. Also 6 Jahre passt, 5, 6, ja, 5 wird schon kritisch, also 6, 7, 8, 9-Jährige durchaus ihren Spaß. Ich habe es auch mit Eltern, mit meinen Kindern habe ich es auch gespielt, also die kommen auch auf ihre Kosten. 1 bis 4, ja, man kann solo spielen, bis zu 4 Personen und Spielzeit, das habe ich vorhin erwähnt, 20 Minuten. Man kann es kürzer, man kann es länger spielen, man spielt, solange man Lust hat. Und das war auch schon das ganze Spiel. Wie gesagt, keine wirklich neue Spielidee, was ich schon in vergleichbaren Spielen und Videos euch gezeigt habe. Aber vielleicht ist es ja auch was für euch. Sehr robust, der Kreisel, all das ist gut gemacht. Auch von den Erklärungen, von der Anleitung, alles ist gut beschrieben, um relativ zügig in dieses Spiel reinzukommen. Handlich kompakt mit einem schönen Kreisel. Mit Ersatzmaterial sollte irgendwas kaputt gehen. Aber denkt nur dran, nicht zu weit drehen. Irgendwann macht Klick, dann reicht's. Und wenn ihr schon gespielt habt, was eure Meinung dazu ist, dürft ihr gerne kommentieren. Ich glaube, für den einen oder anderen sicherlich ein Spiel, was man sich holt, das man auf die Wunschliste setzt. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückinfo. Ansonsten bekommt ihr das Spiel, denke ich, fast überall im Handel, immer abhängig vom Zeitpunkt, wann ihr das Video schaut. Oder schaut gerne auch über die unten genannten Links. Ja, das zu allen Informationen zu Kreisel bzw. Reise durch die Welt. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.